Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot. So, letztes Mal mit Mühe und Not ins Pokémon Center geschleppt und jetzt muss man natürlich mit den Leuten hier reden. Du studierst die Pokémon? Dann geh in die Safari-Zone. Dort gibt es viele seltene Pokémon. Oh ja, das werden wir auf jeden Fall tun, aber zuerst will ich dem Arena-Leiter aus dem Maul hauen. Man kann nicht nur mit einem starken Pokémon gewinnen. Es ist mühsam, doch alle Pokémon sollten ungefähr den gleichen Level haben. Ja, das sehe ich anders, mein Glurak ruhlt. Westlich von Vertania City liegt ein Pfad. Er führt zum Hauptquartier der Pokémon-Liga, der höchsten Instanz für Trainer. Davon habe ich schon mal irgendwo gehört. Na gut, die waren hier aber nicht so hilfreich. Dann, wo ist die Arena? Da ist sie ja schon. Ich glaube, mein Glurak ist gelevelt, egal was das hier für eine Arena ist. Sieht ein bisschen aus wie Elektro. Wer weiß das schon so genau? Hey, warte, du Champion in Spee. Die Arena von Fuxania City ist voller unsichtbarer Mauern. Du kannst Koga sehen, ihn aber nicht erreichen. Du musst nach Lücken in den unsichtbaren Mauern suchen. Ah, so war das. Da versteckt er sich einfach hinter irgendwelchen Glasscheiben. Kannst du gegen meine Spezialtechniken bestehen? Oh, das klingt nicht nach Elektro. Ich glaube, die Elektro-Arena sah auch ganz markant aus. Was haben die dann? Ein Traumato, ist das die Psycho-Arena? Ja, ich glaube, ich bin von Psychos umgeben. Schauen wir mal, ob Flügelschlag hier auch effektiv ist. Oder zumindest ein One-Shot. Wäre ja schön. Ist nicht sehr effektiv, aber es ist ein One-Shot. Hätte ich auch anders nicht erwartet. Ein Kadabra. Mit dem spiele ich nicht rum. Flammenwurf, davon sollte man ja genug haben. Sind ja nur drei Gegner in der Arena, wenn ich das richtig deute. Ja, her mit dem EP. Nathan wurde besiegt. Du hast mich hereingelegt. Nicht wirklich, ich habe dich fair and square besiegt. So, unsichtbare Winde. Gab es da nicht irgendeine... Ich glaube, da gibt es doch irgendein Muster. Ich glaube, die sind weiß markiert, die Wände, durch die man nicht kann. Dann war es völlig unsinnig, nach links zu gehen. Ist egal. Dann, da oben gibt es noch mehr. Der Erfolg hängt nicht von der Stärke deiner Pokémon ab. Es kommt auf die Strategie an. Intelligenz obsiegt über rohe Kraft. Das stellen wir gleich mal auf die Probe, deine ach so tolle Theorie. Ich gehe mit brutaler Kraft rein, obwohl nicht mit brutaler Kraft. Obwohl ein Hyp nur auf Level 38, da mache ich auch keine Experimente. Das flambieren wir und dann ist gut, bevor es mich noch einschläfert oder sonst was. Giftwolke. Mensch, die ging daneben. Ein Glück, aber das hat den Flammenwurf überlebt. Ich glaub's hier nicht. Ein gruseliges Pokémon. Dem möchte ich auch nicht in der dunklen Seitengasse begegnen. Was? Außerordentlich. Ja, ich bin ein ganz außerordentliches Bürschchen. So. Ich möchte später einmal ein Ninja werden. Ja, viel Spaß dabei. Ein Psycho bist du auf jeden Fall jetzt schon. Du hast vier Pokémon. Traumato, das wird dann wieder Zeit für einen Flügelschlag. Wir müssen ja das Rotkehlchen von unserem Glurak schonen, kann nicht nur Flammen rausbersten. Irgendwann kriegst du einen ganz schlimmen Husten und dann geht gar nichts mehr. Traumato. Also nochmal Traumato, ich hab's gerade mit Hypno verwechselt. Es ist etwas spät, jetzt wo ich die Folge aufnehme, aber die muss morgen noch erscheinen. So. Ein Kadabra. Auch das Pokémon würde ich mit Flammenwurf zur Sicherheit mal ausschalten. Obwohl Level 31, das kriegt man so hin. Das andere war irgendwie höher gelevelt. Da braucht man keinen Flammenwurf opfern. So, Level 54. Ist das nicht wunderbar? Drachenwut. Da weiß ich nicht. Wir schauen mal, was wir ersetzen könnten. Metallklaue, aber die ist so gut gegen Gestein. Aber Drache ist so gut, stößt Schockwellen aus, die stets 40 KP Schaden anrichten. Okay, dann nicht. Ja, okay, haben wir nicht erlernt. Auf meine Verantwortung.
Und noch ein Traumato. Das wird gleich was Traumatisches erleben, nämlich einen Flügelschlag. Hat bestimmt nicht damit gerechnet, das fette Schwein. Das ist keine Beleidigung, so sieht's nun mal aus. So, ich hab verloren. Mensch, ihr seid so gut darin, die Situation einzuschätzen. Hier sind doch einige mehr, als ich gedacht habe. Das werden die Wände hier sein. Ich kann nicht einfach durchgehen. Na gut, müssen wir jedem erstmal aufs Maul hauen. Meister Koga unterweist mich in der Kunst des Ninja-Kampfes. Der Einsatz von Pokémon ist eine sehr alte Ninja-Tradition. Das bezweifle ich doch sehr. Ihr wollt euch nur nicht selbst die Hände schmutzig machen. Du siehst ja aus wie ein Dompteur. Du bist ein Dompteur, Edgar. Hast du dann was Löwenartiges? Okay. Eine Riesenschlange geht natürlich auch. Ein schönes Arbok. Ein giftiges Arbok. Flammenwurf, da hilft dir nichts anderes gegen. Also schon, aber weg ist weg. So ist mein Gedankengang. Ja. Und ein Sandama. Oh, das mag ich auch nicht. Das setzt Sandwirbel ein und dann sehe ich nichts mehr. Flammenwurf. Gleich müssen wir ins Pokécenter, bevor wir den Big Boss Arena-Leiter hier besiegen. Ich versuche meinen Flammenwurf jetzt wieder zu sparen, aber der wirkt so faszinierend gut. Noch ein Arbok. Was hilft denn gegen Gift am besten? Ja, Bedroher. Ist mein Angriff jetzt nochmal mehr vermindert worden? Das gefällt mir nicht. Flammenwurf. Hoffentlich gehst du noch drauf. Mit einem Halbvergift... Oh, ein Volltreffer sogar. Mit einem vergifteten Glurak kämpft sich so schlecht. Und Edgar wird besiegt und hat nur Utsch zu sagen. So, hier oben kommen wir doch durch. Achso, das sind tatsächlich die weißen Punkte. Na, die sind zumindest gut zu sehen. Da unten kommen wir doch durch. Ja, muss ja nicht alles besiegen. Ha, ha, ha! Ein Kind fordert einen Ninja-Meister zum Kampf heraus? Wie du willst, erlebe eine Welt des Schreckens, bevor ich dich besiege. An meinen Schlaf- und Giftattacken sollst du verzweifeln. Ja, ich bezweifle, dass ich das tun werde. Aber er kann es ja probieren. Er hat auch 4 Pokémon. Nicht schlecht für einen Arena-Leiter. Ein Smogon. Und gleich ein totes Smogon. Ich bin froh, dass ich den Flammenwurf hierfür habe. Jo, tschüss. Auf Nimmerwiedersehen. Ein Schleimog. Das ist tatsächlich sehr giftig. Ich glaube, ein heißes Schleimog ist auch nicht so gern gesehen. Beziehungsweise magst die Hitze nicht so. Uiuiuiui. Komprimator. Jetzt ist ein ganz kleines Schleimchen. Fluchtwert steigt. Ja, fliehen hilft dir nichts. Nein, ein Hypertrank. Setz doch keine Items ein. Das darf doch nur ich. Ist egal. Nein, Glurak, was machst du? Triff doch. Jetzt ging der Flammenwurf daneben. Vorteil, schau wieder dahin. Also manchmal weiß ich nicht, was dieses... Glurak sich denkt. Säurepanzer. Verteidigung steigt stark, ja. Nochmal ein Hypertrank. Oh, lass deinen Schleimog einfach in Frieden sterben. So, diesmal ging nichts daneben. Das heißt, wir sind direkt noch im Zug und es brennt. Das ist ja wunderbar. Dann machen wir mal, nichts riskieren, Flammenwurf. Wenn ich es berühre, will ich mich nicht vergiften, deswegen lieber die Strategie. Oh, das sieht doch ganz gut aus. Das sieht doch ganz gut aus. Noch ein Smogon. Ich hab doch gesagt, auf Nimmerwiedersehen. Hätte es ja wenigstens ein Smogmog haben können. Flammenwurf. So, jetzt ist aber die Frage, was hat er denn als letztes Pokémon? Keine Ahnung. Da gibt's kein klares Muster. Ah, Smogmog. So viel zu kein klares Muster. Okay. Ich hab mich zu Unrecht beschwert. Level 43. Oh, hält das den Flammenwurf auf? Ich würde sagen, ja, nein. Yay, noch ein Orden mehr. Jetzt haben wir schon 4. Das läuft ja. Level 55 für Glurak. Und Koga wird besiegt. Na sowas, du bist ein würdiger Kämpfer.
Ich reiche dir den Seelenorden. Dankeschön. Oh, und 4.300 Dollar. Nun, da du Träger des Seelenorden bist, wird die Abwehr deiner Pokémon steigen. Ferner kannst du Surfer nun auch außerhalb von Kämpfen nutzen. Bitte nimm auch dieses Geschenk. TM6. Was ist denn das? Toxin. Oh, das werden wir vielleicht brauchen. Es ist eine mehr als 400 Jahre alte Technik. Boah, das glaube ich dir jetzt einfach mal so. Ach, hier muss ich jetzt auch wieder umständlich den Weg zurückfinden. Das habt ihr euch ja toll einfallen lassen. Na gut. Ich habe den Anspruch verloren, gegen alle zu kämpfen. Ich glaube, das sei mir vergönnt. Trainiert sind wir ja gut genug. Das muss hier kein 100% Completionist werden. Soll ja auch Spaß machen beim Zusehen. Nicht, dass man das letzte Radikal aus dem Gebüsch treiben. Bill sammelt auf seinem PC Daten über Pokémon. Hat er sie dir gezeigt? Er hat mir was anderes gezeigt. Der Wärter der Safari-Zone ist sehr alt, aber er ist noch immer im Dienst. Allerdings trägt er ein Gebiss. Ja, das sind mal hier Informationen, die ich nicht benötige. Hast du schon Bill getroffen? Er ist mein Enkel. Schon als kleines Kind hat er gerne alles Mögliche gesammelt. Ja. Richtiger Kleptomane ist dieser Bill, wie es mir scheint. Lässt die Pokémon einfach im PC versauern. Oh. Ja, ich bin der Attackenverlerner. Ich sorge dafür, dass die Pokémon ihre Attacken vergessen. Möchtest du, dass ich dir helfe? Nein. Komm wieder, wenn es andere Attacken gibt, die vergessen werden sollen. Du hast auch nur einen Text, oder? Na gut. Einmal unser Glurak-Heilen. Rest des Teams hat ja nicht wirklich Schaden genommen bis jetzt. Ah, das Glurak verdient sich eine kurze Massage mit Happy End. So. Geht ihm wieder gut. Rachen ist wieder frei. Hat noch einen Wick-Hustenbonbon genommen. Jetzt läuft das wieder mit dem Flammenwurf. Safari-Zone, Haus des Wärters. Ist der Wärter denn gerade hier drin? Oh, da können wir Stärke einsetzen, sobald wir es halt können. Und hier gibt es zwei Fossilien. Alte Pokémon-Spielsachen. Ich habe nichts gesagt. Fotos von Pokémon und Fossilien. Das sieht doch... Na gut. Wärter. Was zum... Der trägt ja ein Gebiss, aber ich kann es trotzdem nicht lesen. Ich habe versucht, das irgendwie auszugleichen. Ja. Afavifone. Okay, das kann ich zumindest lesen. Ja. Vielleicht müssen wir dem seine Beißerchen wieder reingeben. So, was ist denn hier? Oh, ein Angler. Ich bin der ältere Bruder des Profi-Anglers. Ich liebe den Angelsport. Angelst du auch gerne? Auf jeden Fall. Klasse, du bist mir sympathisch. Nimm das hier und geh angeln. Oh, wir haben schon die Profi-Angel bekommen. Wunderbar, letztes Mal doch erst die Super-Angel. Mit einer Angel fängst du nur Carpador. Aber mit der Profi-Angel kannst du bessere Pokémon fangen. Ja, das hoffe ich doch auch. Nur Carpador bringt mir nichts. Oh, da können wir gleich im Teich das ausprobieren. Was hat er denn in seinem Teich? Und viel bessere Frage, wo ist meine Profi-Angel? Bestimmt hier unten. Profi-Angel Select. Select. Na komm schon. Shiny Milotic gibt's gar nicht in dieser Version. Also Milotic nicht, Shiny schon. Ich glaube aber nicht, dass... Ja, irgendwas hat gebissen. Goldini haben wir auch noch nicht. Da werfe ich gleich mal einen Superball drauf. Arg viel gegen... Nein, Hilfemenü. Ich dachte, wir schaffen mal eine Folge ohne das. Superball. Deutlich besser als ein normaler Pokéball. Steht zumindest im Beschreibungstext. Ja, das hat sich doch gelohnt. Ein Eintrag im Pokédex gibt's dafür. Seine Rücken- und Bauchflossen sind muskelähnlich entwickelt. Es erreicht beim Schwimmen eine Geschwindigkeit von bis zu 5 Knoten. Tja, ich kenne leider keine Seemannsgeschwindigkeit. Ich würde mal sagen, das sind 10 km/h, so grob geschätzt. Das wird komplett falsch sein, aber
Trotzdem, nicht sehr schnell, aber doch beeindruckend für einen fetten Karpfen. Vor dem Eingang zur Safari-Zone befindet sich ein Zoo. Das Safari-Spiel ist ideal, um Pokémon zu fangen. Na, das müssen wir unbedingt machen. Wer bist du? Erik, wo ist Sarah? Ich wollte mich hier mit ihr treffen. Weiß ich doch nicht, wo Sarah ist. Vielleicht hat sie sich verlaufen. Bist du Sarah? Dieser Ball dort ist tatsächlich ein Pokémon. Ja, ein Voltoball. So. Schrecklich, so ein Zoo, wo Tiere und Pokémon eingesperrt werden. Tut sie doch lieber auf einen PC. Was bist denn du? Ach, du bist so ein Quiefel. Quiefel? Du bist ein Kabuto? Du sahst aus wie das Schwein. Und du bist ein Kangama, hier einfach eingesperrt, mit einem kleinen Jungen innen drin. Ein Pokémon, das seinen Nachwuchs in einem Beutel am Bauch trägt. Ja, ähnlich wie ein Känguru. Ah, ich wünschte, ich wäre ein Kangama-Baby. Ich wäre so gern anstelle des Babys und würde mich in den Beutel der Mutter Kangama kuscheln. Ah, nur Pokémon können Delegata anwenden. Soll ich den... Nein, sollst du nicht, du bist ein Creep, geh weg. Der will in Kangama schlüpfen. Oh, ein Lapras, eins meiner Lieblings-Pokémon. Lapras, der König der Meere. Oh, sieht das nicht glücklich aus. Kann ich nicht das direkt fangen? Bei mir wäre es glücklicher. So, da ist noch ein kleines Kind. Hast du schon das Safari-Spiel gespielt? Manche Pokémon kann man nur dabei fangen. Dann lasst uns mal ein bisschen das Safari-Spiel spielen. Zumindest ein Kangama hätte ich doch gern. Oh, hier ist natürlich noch ein Schild. Ja, Pokémon fangen. Mehr steht da nicht an wertvoller Information drauf. Hi, bist du zum ersten Mal hier? Ja. Die Safari-Zone besteht aus 4 Abschnitten. In jedem Abschnitt findet man verschiedene Pokémon. Versuche sie mit Safari-Bällen zu fangen. Du kannst auch Köder oder Steine werfen. Bei einem Köder flieht das Pokémon nicht so schnell, ist aber schwieriger zu fangen. Bei einem Stein flieht das Pokémon eher, ist aber einfacher zu fangen. Oh, das wusste ich gar nicht bis jetzt. Wenn du keine Safari-Bälle mehr hast oder wenn die Zeit abgelaufen ist, endet das Spiel. Ja, das klingt fair. Willkommen in der Safari-Zone. Für nur $500 darfst du im Park so viel Pokémon fangen, wie du möchtest. Möchtest du auf die Jagd gehen? Ja, auf jeden Fall. Das ist zwar ein bisschen komisch formuliert. Wir rufen dich über Lautsprecher aus, wenn deine Fangzeit abgelaufen oder dein Vorrat an Safari-Bällen erschöpft ist. Das ist nett von euch. Ich kann hier einfach in eine Safari-Zone gehen und Pokémon mit Steinen bewerfen. Ist das nicht was Tolles? Ich finde nicht. Wenn ich Pokémon fange, verschenke ich sie, wenn ich wieder zu Hause bin. So, so. Sarah, wo ist bloß mein Freund Erik hingegangen? Der steht im Zoo. Hinter Gittern. Rasthaus. Wüsste jetzt nicht, dass ich Rast machen muss. So, komm schon, komm schon. Kangama, first try. Ein Owei. Owei, Safari-Ball. Komm schon. Ja. 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 Oh wei, das Wort gefangen. Ein neuer Eintrag im Pokédex wartet auf uns. Auch wenn sein Erscheinungsbild eher Eiern ähnelt, wurde entdeckt, dass es mehr mit pflanzenähnlichen Wurzeln in Zusammenhang steht. Ein sehr uninteressanter Eintrag. Rein in die Box und auf Nimmerwiedersehen. Da ist noch ein Schild. Zentrum. Oh, das klingt gut. Nicht nur Oweis hier. Nein, ich will doch keine Oweis. Nein, wollte ich nicht. Ich wollte fliehen. Wie der Feigling, der ich bin. Hat nicht geklappt. Ah, ein Glück. Der beobachtet alles aufmerksam. Sie beobachtet alles aufmerksam. Dann beobachte mal, wie ich meine Füße in die Hand nehme. So kann doch nicht nur Oweis hier drin sein. Ein Blutfug. Hab ich schon. Brauche ich nicht. Weg mit dir. Garstiges Biest. Oh, Rihorn. Ja, das will ich. Stein. Bäm. Oh, das ist wütend. Ball.
Ein Glück ist es nicht geflohen. Komm schon. 1, 2, 3. Ja! Ein Rihorn in unsere Sammlung. Und ein neuer Pokédex-Eintrag. Stark, aber nicht allzu klug, kann dieses Pokémon sogar Hochhäuser mit seinem Tackle-Angriff zum Einsturz bringen. Oh, ich weiß, wer jetzt an 9/11 schuld war. Einfach eine Bande an terroristischen Rehorns. Ja, lassen wir das. Vielleicht reden wir über was Schöneres wie dieses schöne Owei, das ich nicht leiden kann. Flucht. Komm schon, Owei, Blutzug und Rihorn. Ich will noch ein viertes hier sehen. Das war kein viertes. Flucht. Okay, noch ein paar Schritte. Ich glaube, das geht hier nach Schritten, meine Zeit. Ist aber egal, wir müssen hier irgendwas bisschen... Oh, ein Nidorino. Habe ich aber auch schon. Nidorina hätte ich jetzt genommen. So, jetzt angeln wir mal ein bisschen. Schön die Rute ins feuchte Nass halten. Nicht mal ein kleines Knabbern an unserer Rute. Das geht mir Freitagabend auch oft so. Nein, ich will doch einen Lapras. Wäre ungewöhnlich, wenn das an der Angel hängt, aber warum nicht? Warum nicht? Ja, ich wollte doch hier die Angel ausführen. Auswerfen. Komm schon, Lapras, Lapras. Quapsel, auch nicht schlecht. Hab ich auch noch nicht. Ball. Hui. Bleib ja im Pokéball, sonst... Nein, jetzt muss ich einen Stein auf dich werfen. Hier. Was hast du für eine Biere? Stein. Ja. Oh, du bist wütend. Ball. Na komm schon, Quapsel, werde mein. Ich mag dich als Pokémon. Und als Kuscheltier. Und nochmal ein Eintrag ins Pokédex. Das läuft für meinen Pokédex in der Episode. Seine glatte schwarze Haut ist dünn und feucht. Teilweise sind seine Innereien als spiralförmige Muster sichtbar. Igitt. Nein. Auf jeden Fall für so ein Pokémon keinen Spitznamen. Das hat schon den perfekten Namen. Komm schon. Wo ist der Haken? Das ist ein Goldini. Ist gut, das haben wir schon. Flucht. Einmal angeln will ich aber noch, bevor wir weitergehen. Also einmal, bis was beißt. Komm schon. Irgendwas anderes. Carpador. Habe ich auch schon. Flucht. Sieht aber schön aus eigentlich, das Carpador. Ist egal. Safari-Zone, das wusste ich schon. Das ist, glaube ich, ein anderer Bereich. Areal 1, Westen-Zentrum. Richtung Westen ist also das Zentrum. Und dann wurden mir hier neue Pokémon versprochen. Paras. Habe ich auch schon gefangen. Wo das denn? Bestimmt in irgendeiner Höhle. Dachte, das hätte man noch nie gesehen in der Let's Play-Reihe, aber anscheinend schon. Ja, das kennen wir doch auch schon. Ich dachte, hier gibt es verschiedene Pokémon. Komm schon, irgendwas Schönes. Kangama zum Beispiel. Ein Dodu. Stein. Na, zumindest treffe ich immer. Nein, flieh doch nicht. Wieso fliehst du? Ich wollte dich nur mit dem Stein bewerfen. Ja, mit dem Item. Oh, ein Blattstein. Der könnte nützlich sein. Wenn wir irgendwie mal ein Evoli oder sowas in die Finger kriegen. Ja, Nidoran, ich weiß, du willst mit nach Hause, aber eher nicht. Eher nicht. Ich hab, komm schon. Nein, hier soll's doch neue. Der Typ am Eingang hat gelogen. Oh, shit. Ich wollte doch keinen Stein werfen. Ja. Du kannst ruhig fliehen. Das ist auch so ein seltsames Ding, einfach einen Stein auf ein Pokémon werfen und dann abhauen. Ich fühle mich wie ein Arsch. Oh, ein Top-Trank. Ja, immer her damit. Am besten 100 Stück davon, dann sind wir für die Top 4 schon vorbereitet. Nein, Owei. Owei, Owei, ich mag dich nicht. So, vielleicht denn hier zwischen. Sonnentag. Oh, vielleicht braucht man das auch irgendwann. Ich glaube zwar nicht, aber vielleicht vertreibt so ein Sonnentag die Oweis. Das wäre auch nicht so schlecht.
So, komm, irgendwas anderes. Irgendwas Cooles. Das ist zwar cool, aber auch nicht so anders. Dann gehen wir vielleicht auch einfach mal weiter. Hier liegt auf jeden Fall noch mein Item. Und ein Haus ist auch da. Top Genesung. Oh, da ist mein Geld für den Besuch ja dreifach wieder drin. Rasthaus. Nochmal ein Rasthaus. Wie viele hast du gefangen? Ich bin total erschöpft. Noch nicht so viele. Ich habe ein Scharnierer gefangen. Die Mühe hat sich gelohnt. Was für ein Spaß. Aber jetzt bin ich hundemüde. Ja, deswegen seid ihr auch im Rasthaus. Da braucht's aber mehr Kuschelbetten. Komm schon. Irgendwas Cooles noch. Ein Dodo. Ich weiß, wie das geht. Einfach einen Stein an den Kopf werfen. Ja, es ist wütend. Es flieht nicht. Ein Glück reibt's mich auch nicht an. Ich frag mich, warum die beim Stein eher dazu geneigt sind. Nein. Du bist immer noch wütend. Brauchst du noch einen Stein an den Kopf? Vielleicht gleicht das das wieder aus. Wer weiß das schon? Dodo sind komische Viecher. Ja, gefangen. Und ein neuer Eintrag im Pokédex dafür. Dieses zweiköpfige Pokémon gilt als plötzliche Mutation. Es rennt bis zu 100 km/h schnell. Das ist tatsächlich schnell. Das hat mein erstes Auto kaum geschafft. Ja, im vierten Gang dann schon. Im fünften, naja. Na gut, und mit diesen Worten würde ich sagen, wir sind am Ende der Episode angekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.